herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. War gerade im Garten. Was habe ich geholt? Frische Kräuter. Viele fragen mich immer, da hast du Kräutersalz, da hast du Chilisalz, da hast du auch Rosensalz, also Rosenblütensalz. Wie machst du das Ganze? Oder kann man das kaufen? Nein, das ist doch ganz einfach. Zu Hause geht es auch. Kaufen Sie ein gutes grobes Salz, sehr grobkörnig, wie hier. Holen Sie sich frische Kräuter aus dem Garten und haben Sie ein Mixgerät. Ob einem Stabmix, ein Milchshake-Gerät oder sonst etwas. Und füllen Sie das Ganze, die Kräuter, um. Und zwar hier mal reinzupfen. Wir haben ja Rosmarin. Das Tolle ist einfach, dass Kräuter sehr schön aromatisch sind bzw. sehr ätherische Öle abgeben und das eben in das Salz übergeht. Daher habe ich das ganze Jahr wunderschöne, schönes grünes Salz. Das zeige ich praktisch gleich mal. Hier haben wir jetzt den Thymian. Den können wir auch relativ grob reintun. Dieser Mixer macht eigentlich alles schön fein. Das ist ganz entscheidend. Wir hauen dann hier das Salz rein. Wenn Sie haben, so grob wie nur möglich. Es gibt inzwischen auch schon Steinplatten, also Salzplatten, wo man mit grillen kann. Also im Salz gibt es alle möglichen Sachen. Also sehr, sehr schön grob, wäre gut. Das lohnt sich. Hier rein verschiedene Thymiansorten, wenn Sie haben, ein bisschen Limonen-Thymian oder den Red Valley. Also hier ist ein kräftiger Thymian, der gerade im Frühjahr oder im Herbst sehr schön intensiv ist. Genau richtig. Dazu haben wir noch ein bisschen Basilikum. Das machen wir gleich. Mit Stiel, ist also passend, ne? Einfach ratzfatz läuft das Zeug rein. Hier noch ein bisschen, da habe ich noch ein bisschen Kerbel. Und was nicht reinpasst, ist Schnittlauch. Schnittlauch sieht ein ganz bisschen komisch aus im Salz. Das mixt dann das Zeug rein und Salz rein. Das Ganze im Mixer, zack, aufgesetzt, Deckel drauf, ab geht die Post. 10 Sekunden und schon haben wir unser grasgrünes Salz. Das ganze Jahr über. Wir füllen es ab, können es einpacken, in Gläser einpacken, wir können es verschenken. So mache ich meinen eigenen Salze und ich habe das ganze Jahr über eine wunderschöne Würze. Das gleiche kann ich mit Rosenblätter machen. Also Wildrosen sammeln, diese Buschrosen, trocknen vorher, das ist ganz wichtig. Dann haben Sie einen wunderschönen Duft zu Hause und dann mixen Sie diese Blätter schön mit diesem groben Salz. Ist einfach toll. Ja, ich wünsche Ihnen guten Appetit mit diesen verschiedenen Salzen. Sie können sie zum Fleisch nehmen, zum Fisch nehmen, zum Gewürzen nehmen, als Gewürzersatz nehmen. Also auch für vegetarische Gerichte eigentlich passend. Tolles, wunderschönes Kräutersalz.